Den Begriff ökologischen Fußabdruck, den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, da geht es darum, wie viel jeder von uns an CO2-Emissionen verursacht und so weiter. Aber kennt ihr auch den Begriff ökologischen Handabdruck? Der ist ganz anders als der Fußabdruck. Beim Fußabdruck gilt ja immer, je kleiner, desto besser. Beim Handabdruck gilt, je größer, desto besser. Was genau dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt an. Mit dem ökologischen Fußabdruck soll man berechnen können, wie viele Ressourcen, also Wasser oder Land, man so verbraucht und wie viel CO2-Emissionen wir mit unserem Lebensstil verursachen. Und dafür gibt es im Internet auch Dutzende Rechner, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, dem WWF, Brot für die Welt. Je nach Rechner kommt dann ein Ergebnis raus in Tonnen CO2 oder in Fläche an Land. Vielleicht kennt ihr so Vergleiche wie, wenn alle so leben würden wie der Bundesdurchschnittsdeutsche, dann bräuchten wir rund 2 oder 3 Erden, um den Bedarf zu decken. Entstanden ist diese Idee vom Fußabdruck, kein Witz, durch einen Ölkonzern. Das Unternehmen BP hat 2004 den ersten CO2-Rechner rausgebracht und damit natürlich geschickt die Verantwortung von sich und von der Politik auf die Bevölkerung abgelenkt. Was aber, wenn wir uns jetzt nicht die von uns persönlich verursachten Emissionen anschauen, sondern das, was wir beitragen für die notwendigen Veränderungen in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft? Dann landen wir beim ökologischen Handabdruck. Der ökologische Handabdruck steht für die positiven Auswirkungen auf das Klima. Er macht sichtbar, was jemand bereits erreicht hat. Zum Beispiel, wenn man viel die Bahn benutzt, Secondhand kauft oder wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt hat. Und er wächst, sowohl mit dem eigenen Verhalten, vor allem aber umfasst er das Engagement, sich auch für Veränderungen im System einzusetzen. Also die Veränderungen, die dann zu einer klimafreundlicheren Gesellschaft führen können. Das Konzept wurde 2007 vom Center for Environment Education in Indien entwickelt. Seit 2016 gibt es das Global Handprint Network, das die Methode inzwischen in verschiedenen Ländern weltweit anwendet, zum Beispiel in Finnland, Südafrika oder den USA. In Deutschland gibt es die Initiative Handabdruck seit 2015 als Förderprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen wollten hier eine Methodik entwickeln, den ökologischen Handabdruck berechnen zu können. Das ist aber gar nicht so einfach. Im Gegensatz zum Fußabdruck können wir nämlich nicht einfach nur alle Emissionen, die wir so vermeiden, zusammenzählen. Dann wären wir ja wieder nur bei der Verantwortung von Einzelnen. Wollen wir ja nicht. So eine Rechnung nennt sich CO2-Handabdruck. Also wenn man nur die CO2-Emissionen, die man vermeidet, zusammenzählt und kann dann sowas wie ein Zwischenschritt sein. Unter den Ergebnissen von so einem CO2-Handabdrucksrechner kann man sich zumindest was vorstellen. Das Umweltbundesamt hat deswegen zum Beispiel seinen CO2-Rechner einfach erweitert. Unter diesem zusätzlichen Reiter mit Vermeidung kann ich jetzt sehen, in welchen Bereichen ich bereits CO2 einspare im Vergleich zum Durchschnitt hier in Deutschland. Bei mir zeigt sich die Vermeidung vor allem in den Bereichen Wohnen und Strom, auch bei Ernährung zum Beispiel. Auch die Rubrik Vermeidung bei anderen ist neu, da habe ich bisher keine Werte. Könnte ich zum Beispiel durch klimafreundliche Geldanlagen ändern, wenn ich Geld zum Anlegen hätte. Meine Vermeidung, neben den dicken roten Emissionsbalken zu sehen, die fühlt sich irgendwie gut an. Okay, die sind jetzt nicht sonderlich groß, aber dieses bisschen Grün macht doch ein bisschen Hoffnung. Aus diesem Grund könnte der CO2-Handabdruck ein Ansporn sein, dass sich unser eigenes Handeln lohnt beim Klimaschutz. Dieser ökologische Handabdruck will aber viel mehr erreichen als Konzept. Denn was in so einem Rechner natürlich fehlt, das sind die nicht in CO2 direkt messbaren Werte, zum Beispiel Bildung oder politisches und gesellschaftliches Engagement. Vor allem damit kann ja jede und jeder von uns einen Unterschied machen beim Klimaschutz. Um so einen gesellschaftlichen Impact ebenfalls anschaulich zu machen, geht der ökologische Handabdruck über Zahlen hinaus. Das Prinzip könnt ihr euch vereinfacht so vorstellen. Wir messen nicht bloß die negativen Emissionen, sondern schauen uns die positiven Auswirkungen an, bei uns selbst und auch bei anderen in unserem Umfeld. Dazu nimmt sich der Handabdruck, genauso wie sein Gegenüber der Fußabdruck, natürlich erstmal verschiedene Bereiche vor, zum Beispiel Ernährung, Mobilität, Konsum, Wohnen. Nutzt du Ökostrom? Fährst du mit dem Fahrrad zum Einkaufen? Lässt das Auto stehen? Verzichtest du auf Flugreisen oder achtest du auf biologisch angebautes Essen aus der Region? Ein Ja auf eine oder alle diese Fragen verringert dann den ökologischen Fußabdruck. Und jetzt kommt der Handabdruck ins Spiel. Setzt du dich dann zusätzlich zum Beispiel für den Ausbau von Ökostrom in deiner Region ein? Oder startest gemeinsam mit deinem Verein eine Aktion für bessere Radwege in deiner Stadt? Dann hinterlässt du einen positiven Handabdruck für viele Menschen. Jede und jeder hat so sozusagen ein Möglichkeitsfeld, durch eigenes Handeln Strukturen zu verändern. Und die nachhaltigere Option
mehr zum Standard zu machen. Und genau hier liegt eben der große Unterschied zum Fußabdruck. Regionale und gesellschaftliche Unterschiede können es uns nämlich schwer machen, den Fußabdruck zu reduzieren. Menschen in Industriestaaten haben einfach einen höheren Ressourcenverbrauch als Menschen in Entwicklungsländern. Wer auf dem Land lebt, kann nicht so einfach vom Auto auf ÖPNV umsteigen. Und für Leute mit wenig Geld sind Preise für Bio-Lebensmittel oder Lebensmittel aus der Region oft ein Problem. Egal wie sehr man sich dann als Privatperson anstrengt, ohne einen systemischen Wandel kann der Fußabdruck irgendwann nicht mehr schrumpfen. Und das frustriert natürlich, bringt Menschen und ihren Wunsch nach Klimaschutz an ihre Grenzen. Weil sich der Handabdruck eben nicht nur auf uns selbst bezieht, kann er größer sein als unser Fußabdruck. Ich kann mit einer Entscheidung für mich nur meine Klimabilanz beeinflussen. Mit einer Entscheidung in meinem Freundeskreis oder meiner Familie, vielleicht schon die von 4 oder 5 Menschen. Und wenn ich mich für Veränderungen in meinem Verein, meiner Kommune, vielleicht sogar in der Bundespolitik, bei meinem Arbeitgeber oder in der Wirtschaft einsetze oder ganz allgemein in der Gesellschaft, dann kann ich sogar die Bilanz für Dutzende oder Hunderte Menschen beeinflussen. Das gilt sowohl für konkrete Einsparungen von Emissionen als auch eben für Themen wie zum Beispiel Bildung oder nachhaltige Investments. Die beziehen sich nicht nur auf uns selbst, sondern beeinflussen immer eben auch unsere Mitmenschen und letztendlich auch die Gesellschaft, in der wir leben. Es lohnt sich also, wenn ich Energie da rein investiere, mich für gesellschaftlichen Wandel einzusetzen. Die Umweltorganisation Germanwatch hat dazu dieses Bild hier entwickelt. In einem nicht nachhaltigen System fühlt sich nachhaltiges Einzelverhalten sehr mühsam an, als würde ich eine Kugel den Berg hochdrücken. Mit dem Handabdruck verändern wir das System und schaffen so gemeinsam diesen Berg sozusagen ab. Die Kugel rollt dann fast von selbst. Klingt noch ein bisschen abstrakt und utopisch, machen wir es noch mal ein bisschen greifbarer. Angenommen, ich setze mich jetzt dafür ein, dass die Kantine an meiner Arbeitsstelle zum Beispiel ab jetzt nur noch veganes Essen serviert oder mehr darauf achtet, aus der Region einzukaufen. Dann hätte diese eine Entscheidung vermutlich mehr Auswirkungen aufs Klima, als wenn ich jetzt nur noch privat vegan esse oder nur noch Rad fahre, Secondhand kaufe und Wasser spare. Der ökologische Handabdruck wurde also vereinfacht gesagt, vor allem dazu entwickelt, Menschen zu motivieren. Gerade beim Klimaschutz hat man es einfach schwer mit dem Engagement. Die Erderhitzung ist kein spaßiges Thema. Und oft habe ich, und ihr vielleicht auch, das Gefühl, es bewegt sich nach wie vor viel zu wenig. Oder unsere Politik kümmert sich einfach nicht um diese Themen. Da fühlt man sich machtlos. Vielleicht habt ihr auch manchmal Angst vor der Zukunft. Ob diese Angst uns bei der Arbeit übrigens gegen den Klimawandel auch nicht vielleicht sogar helfen kann, das haben wir uns auch schon mal in einem Video gefragt, findet ihr hier oben. Dieser positive Ansatz vom Handabdruck jedenfalls könnte uns anregen, irgendwas gegen diese Machtlosigkeit zu unternehmen. Es gab 2021 zum Beispiel eine Umfrage von der Uni Münster. Da wurde Umwelt als der Bereich genannt, in dem das soziale Engagement am meisten wächst. Und in der Umfrage der Bertelsmann Stiftung 2022 haben 3/4 der Befragten angegeben, sie würden sich mehr engagieren, wenn sie bessere Infos und positive Beispiele hätten. Genau das gibt es zum Beispiel im Test von handabdruck.eu. Die Organisationen Brot für die Welt und Germanwatch haben hier das Konzept von diesem ökologischen Handabdruck nochmal einen Schritt weiter gedacht. Ihr beantwortet 6 Fragen und der Test spuckt euch einen ganz konkreten Handlungsvorschlag aus, wie ihr euch engagieren könntet. Und das Ganze in 4 unterschiedlichen Bereichen: nachhaltige Mobilität, Ernährung und Landwirtschaft, Energie- und Rohstoffnutzung und Wirtschaft und Arbeit. Für mich schlägt der Handabdrucktest hier zum Beispiel das Thema Autoabgase vor, und zwar auf politischer Ebene. Bedeutet konkret, ich könnte zum Beispiel mich bemühen, einen Gesprächstermin zu bekommen bei einem Landtagsabgeordneten oder eine Aktion wie eine Critical Mass Fahrt organisieren oder daran teilnehmen zumindest. Mit einer Idee, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist, fällt es uns wahrscheinlich leichter, in Aktion zu treten. Der entscheidende Schritt ist natürlich nicht bei der Idee bleiben, sondern sie auch umsetzen. In Aktion zu treten und Einfluss auf unser Umfeld zu haben, ist vielleicht das, was wir als Einzelne am besten für mehr Klimaschutz tun können. Der ökologische Handabdruck kann ein Instrument sein, um uns aktiver zu machen. Ziel ist es eben nicht nur in den eigenen Emissionen zu denken, sondern politische und gesellschaftliche Strukturen im Idealfall tatsächlich so zu verändern, dass nachhaltiges Handeln für uns alle die bequemere und günstigere Standardoption wird. Nicht nur eingesparte Ressourcen, sondern auch positive Effekte, die man eben nicht in CO2 oder Fläche messen kann. Die machen unseren Handabdruck größer. So wird der Einsatz fürs Klima möglichst ganzheitlich abgebildet. Und wir sehen auf einen Blick, was wir schon alles geschafft haben. Das kann dann für mehr Motivation sorgen und damit im besten Fall
für noch mehr und noch besseren Klimaschutz. Wie seht ihr das? Könnte euch der Handabdruck motivieren? Und könntet ihr euch vorstellen, selbst aktiv zu werden, zum Beispiel durch konkrete Vorschläge von eben so einem Test? Schreibt uns doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Der ökologische Hand- und Fußabdruck sind aber natürlich nicht die einzigen Versuche, Klimaschutz anschaulich zu machen. Das kann zum Beispiel auch der Climate Change Performance Index. Welche Länder da im Vergleich besonders schlecht oder besonders gut abgeschnitten haben, das seht ihr hier. Und darunter findet ihr noch ein Video zum Wasserfußabdruck. Denn nicht nur CO2 kann man eben in Fußabdrücken messen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video hier.